Wir melden uns mal von der Autobahn. Wir melden uns von der Autobahn. Mitten auf der Autobahn. Wir haben Havarie an unserer Villa. Wir verlieren Öl. Jetzt haben wir einen ADAC und die Polizei gerufen. Denk dran, du den Warndreieck so hin positionieren, dass er jederzeit rankommt. Denn wir wissen nicht, wo wir es haben. Ich muss ein bisschen lauter reden. Hier ist es ganz schön laut. Die Katzen sind auch schon eingepackt in unsere Katzenkörbchen. Und hier ist die Öllage. Jens hat schon alles vorbereitet für ein ADAC. Ich wollte schon immer mal auf der Autobahn stehen. Spaß beiseite. Jens! Wir lassen uns jetzt rollen. Erstmal ein Dankeschön ans THW, dass die so schnell da waren, muss ich sagen. Und die haben uns jetzt den Tipp gegeben, die fahren hinter uns her, dass wir in die Senke hier unten fahren, die da jetzt kommt. Also rollen lassen. Und dass wir weit sichtbar sind, weil wir müssen jetzt noch 2 Stunden auf dem ADAC warten, dass die uns auffuckeln können. Der Jens vermutet Motorschaden. Hier bin ich wieder. Jens vermutet Motorschaden oder das Getriebe kaputt oder Automatik kaputt. Alles kaputt. Wir werden sehen. Wer kann uns dann sowieso bloß in der Werkstatt sagen, was kaputt ist? Alles klar. Wir melden uns. Tschüss. Der Super-GAU ist eingetreten. Das, was ich nie haben wollte, ist nun leider Gottes wirklich passiert. Offensichtlich ein kapitaler Motorschaden oder Getriebeschaden. Ich kann es noch nicht genau beziffern. Ich weiß es noch nicht. Wir sind ganz normal auf der Fahrt, hatten eine Geschwindigkeit von um die 100, 105 km/h. Auf einmal ruckte es kurz und dann war der Motor aus. Rechts auf den Seitenstreifen. Dann habe ich versucht nochmal zu starten. Das ging auch noch, aber der Motor ist nicht mehr angesprungen. Also der Motor dreht sich. Ja, dann bin ich raus oder stand ich da und ich habe gesagt, hier riecht es nach Öl. Ja, und dann bin ich raus und da habe ich es dann gesehen. Sofort die Polizei angerufen, die 110. Und Bescheid gesagt, weil Öl ist immer so eine Geschichte auf der Autobahn erst recht. Danach dann den ADAC. Das hat dann ein bisschen gedauert und letzten Endes sind wir jetzt nach 3 Stunden. Die total kurzweilig waren, also es war überhaupt nicht langweilig. Sind wir jetzt hier in Rot am Autohaus Zückner und harren der Dinge, die da kommen morgen früh. Ja, was das jetzt bedeutet, ich habe schon mal versucht im Netz zu gucken, ob es da irgendwas gibt. Du jetzt nicht irgendwas machen, wir lassen ja, wir können sowieso nicht machen. Wir lassen uns morgen überraschen, was es wird, wie was kaputt ist und so weiter und so fort. ADAC problemlos, THW problemlos.
Ja, also die haben uns wirklich sehr geholfen. Auch Ratschläge gegeben, wie wir uns zu verhalten haben auf der Autobahn. Dafür nochmal Dankeschön, dass man sehen sollte, dass man in eine Senke kommt. Dass man von nicht anderen, in eine Senke, sondern frei sichtbar frei, ist. Ja, meine ich ja. Das ist ja in der Senke, ist man ja freie Sicht, dass man gesehen wird. Weil vor allen Dingen, wir waren ja jetzt im Dunkeln gewesen. Genau. Und übrigens auch eine ganz komische Geschichte, was mir jetzt so richtig auffällt. Ich wollte Standlicht einschalten. Standlicht gibt es erstes Mal gar nicht am Fiat. Oder ich muss mal die Betriebsanleitung lesen, wie ja, das dann geht. Lese mal die Betriebsanleitung. Ja, aber es gibt ja keine Schalterstellung mehr dafür. Ja. Es gibt nur aus oder Dings, dann brennt das Tragfahrlicht, aber hinten eben kein Licht. Mhm. So, dann habe ich die Zündung eingeschaltet, sofort hat er dann Diesel gefördert. Das ist genauso wieder scheiße. Also Zündung aus und dann haben wir halt nur mit Warnblinklicht dagestanden. Und dann habe ich das Warndreieck geholt. Übrigens legt auch das Warndreieck so, dass er gleich rankommt. Überlegt mal auf der Autobahn, voller Verkehr, und ihr müsst auf der Fahrerseite hinten das Zeug rausholen. Nie wieder, nie wieder. Also was du hier so erlebst auf der Autobahn, das ist ein Wahnsinn. Naja, jedenfalls haben wir das dann hingestellt und ich hatte es ungefähr 100 Meter Entfernung stehen. Siehst du ja an den Warnsäulen, Warnbaken. Da hast du die Villa kaum noch sehen. Es war ja dann schon dämmerig. Ja, und da hast du eben nur noch wirklich diese Lichter gesehen. Und wenn da einer trieft, also das ist nicht ohne. Also das Warnblinklicht. Ja, oder so eine Lampe, so eine Rundumleuchte da. Nee, darfst du ja nicht. Ach, darfst du nicht mehr? Nein, darfst du nicht. Darfst nur ein Blinklicht hinstellen. Oder Blinklicht. Ja. Gibt ja auch so Blinklicht. Genau. Also das ist nochmal so eine Geschichte, wo man jetzt sicherlich nochmal drüber nachdenken muss, dass man das irgendwo im Wohnmobil hat. Ja, THW hat uns aber dann ein Warnschild gegeben. Haben uns geholfen. Ja, wir haben uns geholfen. Das ist gut. Dafür danke nochmal. Ich habe das jetzt auch gleich alles zurückgebracht. Hatten hier jetzt gerade noch Schulung. Haben mich sogar zum Bier eingeladen, aber das lassen wir dann heute mal sein. So, na ja, nun werden wir heute Nacht hier auf dem Gelände vom Fahrzeughaus übernachten. Unser Privat-PKW wird jetzt gerade hierher gebracht. Das ist jetzt die einfachste Variante, ehe wir jetzt hier noch am Freitagabend irgendwas mobilisieren mit Mietwaren und allen toten Teufel. Das ist alles scheiße. Ja, so haben wir unser eigenes Fahrzeug dabei. Genau. Und das Ziel ist ja nach wie vor der Tegernsee und unsere Maxi möchte uns schon sehen. Naja, werden wir mal auch sehen. Auch das gehört zum Leben dazu, dass es solche Pannen geben kann. Ich wollte es nicht haben. Aber wie der ADAC-Mitarbeiter schon gesagt, wer weiß, für was es gut war. Genau. Auch der ADAC-Mitarbeiter war sehr freundlich, sehr nett. Also es gibt gar nichts zu meckern. Naja, wir halten euch auf dem Laufenden. Morgen früh sicherlich nochmal ein neues Update, was so sein könnte. Und dann muss ich sehen, wie wir das weitermachen. Dann muss ich mit Fiat telefonieren. Und. Also nächste Woche, das wird wohl nichts werden. Wir werden dann um 9 Uhr wahrscheinlich bei Morello aufschlagen zu der Besichtigung. Naja, mal sehen. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Gut. Also bis morgen früh und dann erfahrt ihr mehr. Tschüss. Ciao. Ja, guten Morgen. Jetzt langsam realisiert man, was hier eigentlich so richtig passiert ist. Alles scheiße. Naja, 7:30 kam der erste hier vom Autohaus und mit dem habe ich gesprochen. Die können heute gar nichts machen, weil keine Leute da sind und kein Platz und so weiter und so fort. Nächste Aussage, Fiat-Vertrag seit Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen. Also die können das sicherlich reparieren, da gibt es keine Frage, aber mit der Abrechnung und so weiter und so fort gibt es dann nur Probleme. So, jetzt habe ich beim ADAC nochmal angerufen, habe denen das geschildert. Die können jetzt im Prinzip das Fahrzeug an meine Wunschwerkstatt transportieren, auch noch über diese Pannengeschichte. Aber das dauert 7 bis 10 Werktage.
Ist natürlich auch nicht befriedigend, die Lösung. Aber was will ich anders machen? Ich habe es erstmal in Auftrag gegeben. Dann habe ich mit unserer Werkstatt gesprochen. Die wollen das jetzt am Montag klären, ob sie das Auto herkriegen und zu welchen Bedingungen. Das ist natürlich auch klar. Das müssen wir schon einmal ein bisschen mit berücksichtigen. Ja, also alles nicht so prickelnd, wie es zunächst ausgesehen hat. Jeder sagt mir, dass Fiat sehr kulant ist, gerade was Camper betrifft, wenn die Garantie ausgelaufen ist, mit Kulanzregelung. Ja, dazu kann ich jetzt natürlich noch keine Aussage treffen, das wird dauern. Manuela hat in der Zwischenzeit eine Freundin von uns angerufen und die klären jetzt gerade, ob wir für die nächste Zeit ein Ersatzwohnmobil bekommen, damit wir unsere Termine weiter wahrnehmen können. Das wird heute hoffentlich geklärt und das würde uns natürlich ganz wesentlich helfen und den Rücken frei halten, weil das ist so eine Geschichte. Wir lassen die Villa jetzt hier stehen, so wie sie ist, und fahren jetzt Richtung Tegernsee. Ein Anruf heute im Laufe des Tages entscheidet, ob wir heute Abend noch wieder nach Hause fahren oder ob wir morgen erst fahren. Lieb wäre es mir, wenn wir heute nach Hause fahren, dann haben wir Handlungsspielraum. Ja, das müssen wir alles entscheiden. Das ist jetzt alles Mist. Also wir wollen uns bedanken für die viele Hilfe, die angeboten worden ist. Das hätte ich bald vergessen, das stimmt. Ja, also Olli und Manu, egal wie sie alle heißen, es ist mir jetzt spontan eingefallen, und so weiter vom Stammtisch oder der Falk, der sofort Transportmittel zur Verfügung gestellt hätte. Also danke für eure Hilfe, die ihr angeboten habt, der Thomas. Also wir sind überwältigt. Stimmt. Also ich hatte gestern Tränen in den Augen, das muss ich sagen. Überwältigt, was da abgegangen ist. Also danke, tausend Dank. Und wir werden berichten, wie es mit unserer Villa weitergeht. Richtig. Ja, ist nun so scheiße, Diagnose können wir nicht machen, weil man sieht nichts. Ich habe von oben reingeguckt, man sieht nichts. Von unten runter sieht man nichts. Da unten steht die Wanne drunter, dass nicht noch irgendwas verschmutzt wird. Da waren sie sehr zufrieden, dass wir das gleich gemacht haben. Und ja, das sind so alles solche Sachen, die man machen muss, kann und so weiter und so fort. Hier steht es erstmal sicher, das ist die Hauptsache. Und wir haben ganz ruhig geschlafen. Ja, naja. Ich meine, auf den Schreck musste man natürlich auch mal einen Schluck trinken. Also bis bald. Tschüss.